Wir waren auf der Pride in Wien und haben euch gefragt, wie man als Ally die Community unterstützen kann. Diese Frage stelle ich mir selbst. Du, ich bin doch genauso lost. An diesem Tag denkt man sich so, wow, alles cool, alles fresh, alles... Es läuft ja alles gut in unserer Gesellschaft, aber dann schauen wir morgen oder übermorgen, das ist alles wieder vergessen. Free sein. Free sein. Totally man selbst free sein. Ally sein ist mehr als nur auf die Pride gehen. Das ist mega relevant. Es ist nicht nur Feierei, sondern einfach im Alltag, wenn man prinzipiell, es geht ja nicht nur um queere Personen. Wenn irgendwer was homophobes, transphobes, also irgendwer was gegen die Community sagt, dass man vielleicht dann schau was sagt, dass das nicht okay ist. Jede Beleidigung, die man nutzen möchte, auch Worte, die keine ganze Gruppe diskriminieren. Und that's the way to go. Jeder will Brust ablassen, jeder will mal beleidigend sein. Aber man muss keine marginalisierte Gruppe einfach diskriminieren, finde ich. With love. We need love. We need love everything. And we need love yourself. Like self-love first and the self every people, you know? Because I think when you love you and yourself, you love every people. You love everything, you know? Ja, indem man Zeichen setzt und auf die Parade geht. Am besten, ich glaube, Visibility. Einfach zu dem stehen, wer man ist. Auch natürlich, die Allies sind hier gefragt. Mit offenen Händen und mit offener Meinung, dass man einfach versucht, sie zu verstehen und woher sie kommen und warum wir so sind, wie wir sind und warum wir uns so repräsentieren wollen. Wenn man vielleicht Kinder hat, dass man für die Kinder da ist und denen auch die Perspektive auf das Ganze eröffnet und sich nicht davor verschließt, für Freunde, Verwandte etc. Einfach Events wie dieses vervielfachen, dass es nicht nur einmal im Jahr stattfindet, sondern dass wir vielleicht alle 2-3 Monate Events wie dieses hier auf die Beine stellen können. Ich fände Events wichtiger, wie zum Beispiel gestern das Sommernachtskonzert, wenn man das ein bisschen inklusiver gestalten würde, fände ich viel, viel besser. Schauen, wo gibt's für Flinter, für Queer Spaces allgemein, diese Leute unterstützen von Künstlern über Handwerker, die das immer mehr, unter anderem auch über Instagram, TikTok und so weiter. Also die Community, so wie sie ist, ist ja an sich schon schön. Ich finde es toll, wenn mehrere Leute dazukommen, just be how you are, be who you are and spread the love. Den Leuten zuhören, die Teil von der Community sind. Und denen ihren Raum geben, auch im Großen und Ganzen, dass man sagen kann, hey, ich fühle mich bei dir sicher. Und nicht wertend zu sein, sondern zuhören und einfach gegenseitige Meinungen, egal in welche Richtung, annehmen, aber drüber reden können, sich austauschen können und wertfrei miteinander leben können. Indem man alle respektiert, indem man keine Vorurteile hat und einfach mitfeiert. Einfach dabei zu sein und ein Zeichen zu setzen, dass man hier mitgeht. Es gibt noch kleinere Demonstrationen im ganzen Jahr. Indem man zu solchen Events geht und sagt, ja. Hey, ich sehe dich, Heri, du bist da, stimmt. Wir machen das gemeinsam. So. Stimmt, ist sehr gerne so. Sehr gerne. Sehr gut, deswegen sind wir gemeinsam da. Ja. Spread love, not war und ja, gib dein Bestes.